Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digitalfernsehen, zu einem neuen Video-Special. Es ist Tag 1 des offiziellen Xbox One X-Starts und es gibt bereits eine erfreuliche Nachricht zu vermelden. Denn im Gegensatz zu unserem Test letzte Woche sind nun UHD-Filmdiscs endlich korrekt abspielbar. Das gibt auch uns noch einmal die Möglichkeit, auf die UHD-Player-Funktion der Xbox-Konsole detaillierter einzugehen. Falls einige von euch jetzt ein kleines Déjà-vu haben, mir ist heute ein dummer Fehler unterlaufen, als wir die Aufnahmen für das Video produziert haben, was dann wiederum zu völlig falschen Beschreibungen im Video selbst führte. Wir haben deshalb das Video nochmal neu bearbeitet und erneut eingestellt. Bitte entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Im Gegensatz zu einem normalen UHD Blu-ray Player müsst ihr auf der Xbox eine Blu-ray App installieren. Und wenn ihr Dolby Atmos Fans seid, dann solltet ihr auch nach der Dolby App im Store Ausschau halten. Die Xbox One X ermöglicht es euch, normale Blu-ray-Discs per Upscaling dem TV zuzuspielen. Ihr könnt auch 3D-Discs nutzen, wenn euer TV dieses Signal unterstützt. Im Gegensatz zur PS4 Pro kann die Xbox One X, wie auch schon die S-Variante, mit UHD-Discs umgehen. Derzeit wird ausschließlich der HDR10-Basisstandard unterstützt. Dolby Vision-Signale lassen sich mit der Xbox nicht ausgeben. Bei den Bildeinstellungen solltet ihr kontrollieren, ob die 10-Bit-Bildausgabe aktiviert ist. Lasst die Farbraumeinstellung bitte auf Standard, um unnötige Abstimmungsprobleme mit dem TV zu vermeiden. In den erweiterten Einstellungen seht ihr, ob eine HDR-Bildausgabe angekreuzt ist, und sollte das nicht so sein, dann kann es daran liegen, dass bei eurem TV noch nicht die korrekte HDMI-Einstellung vorgegeben ist. Bei Panasonic heißt es selbsterklärend HDR, bei anderen Herstellern UHD HDMI Color oder erweitertes Format oder UHD 444. Ihr findet die passenden Einstellungen meist nicht in den Bildeinstellungen eures TVs, sondern im Systemmenü. Solltet ihr noch einen AV-Receiver zwischen Box und TV angeschlossen haben, dann müsst ihr die 4K-HDMI-Einstellungen auch dort überprüfen. Um Dolby Atmos Ton auszugeben, müsst ihr diesen Punkt hier anwählen und sicherheitshalber solltet ihr auch noch die Disc-Einstellung der Xbox überprüfen, ob dieses Häkchen hier gesetzt ist. Wenn ihr bei euren Einstellungen keine Fehlermeldung erhalten habt, dann werden UHD-Discs in 4K HDR ausgegeben und bei einer Dolby Atmos Tonspur sollte euer AV-Receiver wie hier auch Atmos anzeigen. Achtet darauf, die Höhenkanäle vorher im Lautsprecher-Setup korrekt einzustellen. Leider hatten wir mit LG TVs nach wie vor kein Glück. Diese können Atmos-Signale direkt verarbeiten, aber das Zusammenspiel mit der Xbox One macht weiterhin Probleme. Mit normalen UHD Blu-ray-Playern klappt es dagegen fehlerfrei. Alternative 3 ist Dolby Atmos über Kopfhörer. Doch dafür müsst ihr über die Dolby-App eine kostenpflichtige Freischaltung durchführen. Die Xbox One X macht ihre Sache bei der Darstellungsqualität eigentlich ganz hervorragend, es gibt aber Punkte, die ungewöhnlich sind. Die Konsole wandelt die Filmdaten ins RGB-Format, selbst wenn ihr bei den Farbraumeinstellungen nichts verändert. Das ist kein wirkliches Problem, aber je nach RGB-Einstellung des TVs kann es zum Problem werden. Kontrolliert deshalb die HDMI-RGB-Einstellung eures TVs oder den Schwarzwertabgleich. Die korrekte Einstellung lautet niedrig oder normal. Wenn ihr beim TV die falsche Einstellung wählt, erscheinen schwarze Bereiche im Bild grau und weiße Bereiche sind leicht abgedunkelt. Ein weiteres Problem, das sich derzeit nicht optimal lösen lässt, ist die fehlerhafte HDR-Kommunikation zwischen Box und TVs, die ausschließlich die Filmwiedergabe betrifft. In Spielen ist alles in Ordnung. Ich habe TVs von LG, Panasonic und Samsung überprüft und der Darstellungsfehler mit HDR-Quellen ist immer der gleiche. Dunkle Bereiche erscheinen aufgehellt und die Wiedergabe ist blasser als mit einem normalen UHD-Player. Um das Problem zu lösen, sehe ich derzeit nur zwei Wege. Entweder ihr schaltet HDR ab und nutzt die HDR-SDR-Wandlung der Box, dann klappt auch die Schwarzdarstellung. Oder ihr versucht den Schwarzwert manuell neu anzugleichen, was allerdings mehr Kaffeesatzleserei als alles andere darstellt. Was ebenfalls weiterhin ein Problem ist, ist der HDMI-Handshake zwischen Box und angeschlossenen Geräten. Das kann sich auf die Atmos-Tonausgabe auswirken, aber auch auf das Bild, denn hier seht ihr vom Film im Moment nichts mehr, es läuft nur noch der Ton im Hintergrund weiter. Es scheint sich hierbei um ein HDCP-Erkennungsproblem zu handeln und es bringt auch überhaupt nichts, die Xbox neu zu starten. Stattdessen hilft es meist immer, die angeschlossenen AV-Geräte aus- und wieder einzuschalten, während die Xbox weiterläuft. Da ich hier unmöglich jede AV-Kombination durchtesten kann, seid ihr da ein wenig auf euch allein gestellt, aber im Optimalfall sollte alles wie geschmiert ablaufen. Dass es den Optimalfall nicht immer gibt, habe ich beim Testen unterschiedlicher Filme festgestellt. Ganz egal, wie oft ich die UHD Blu-ray von Inferno eingelegt habe, der Film wurde nicht ein einziges Mal abgespielt. Falls ihr eine Xbox One X besitzt und die UHD-Disc von Inferno habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit der Disc in den Kommentaren postet.
Was durchaus erwähnenswert ist, da die Blu-ray-Wiedergabe über eine App läuft, könnt ihr zum Beispiel Folgendes damit machen. Hier sind wir im Spiel Assassin's Creed Origins, die Daten liegen jetzt im Konsolenspeicher und wir wechseln mal zurück ins Xbox-Menü, ohne das Spiel zu beenden. Jetzt nehmen wir die Spieledisk heraus, legen eine Filmdisk ein und schauen den Film. Dann nehmen wir die Filmdisk wieder heraus, legen die Spieldisk wieder ein und können an exakt der gleichen Stelle weiterspielen, weil das Spiel im Hintergrund nicht beendet wurde. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die mir bei der Xbox im Vergleich zu guten UHD Blu-ray Player nicht ganz so gut gefallen. Zum einen kennt das Laufwerk keine Toleranz. Selbst wenn ihr perfekt gereinigte Discs einlegt, werdet ihr manchmal nicht beim ersten Start Glück haben. Punkt 2 ist das Laufwerks Geräusch. Die Xbox One X ist eine extrem leise Konsole, aber das Slot-In-Laufwerk erzeugt das typische Geräusch, wie man sie von Spielekonsolen her kennt. Neben dem Rauschen des Laufwerks sind auch ein paar hochfrequente Nebengeräusche zu hören. Punkt 3 ist die Abwärme. Dass bis zu 70 Grad an der Rückseite erreicht werden, ist erst einmal kein Problem, sondern es ist vor allem ein gutes Zeichen, dass sich die Wärme nicht im Inneren staut und optimal nach außen weggeleitet wird. Das macht es aber schwieriger, die Xbox irgendwo im AV-Rack zu verstauen, vor allem wenn nach hinten wenig Platz ist. Fazit: Wenn euch die HDMI Handshake und HDCP Probleme nicht betreffen, dann könnt ihr mit der Xbox One X neben den Spielen auch ins Filmvergnügen starten. Da HDR-Filme bislang mit Abstimmungsproblemen zu kämpfen haben, solltet ihr es derzeit bei der SDR-Bildausgabe mit UHD Blu-rays belassen oder den Schwarzpegel bzw. die Helligkeitseinstellungen eures TVs manuell abgleichen. Das kann ich allerdings nur in den wenigsten Fällen empfehlen. Somit steht im Moment fest, dass die Xbox normale UHD-Player nicht ersetzen kann, aber immerhin bietet sie die Möglichkeit, in die neue Filmwelt hineinzuschnuppern. Ich hoffe, wir konnten euch mit dem Video etwas weiterhelfen. Bitte entschuldigt nochmals, dass wir dieses Video nicht gleich in dieser Version hochgeladen haben. Derzeit kann ich nur hoffen, dass Microsoft die HDR-Abstimmung mit UHD-Discs in den Griff bekommt und wenn es soweit ist, werden wir euch zeitnah darüber informieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut!